Wir haben heute Morgen um 9.35 Uhr die Mitteilung bekommen, dass bei Bauarbeiten im Ortszentrum von Grabenstedt eine natürliche Gasblase angebohrt wurde. Die Einsatzkräfte, die Feuerwehr war schnell vor Ort und hat mitgeteilt, dass doch Explosions- bzw. Brandgefahr besteht und hat die Baustelle großräumig abgesperrt. Aktuell sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, BRK und Polizei unterwegs, um das Ortszentrum von Grabenstedt zu räumen. Das heißt, die privaten Häuser müssen, die Einwohner bzw. die Bewohner müssen ihre Wohnungen verlassen. Und auch in der Nähe ist ein Altenheim. Das wird aktuell jetzt gerade von Einsatzkräften des BRK ebenfalls geräumt. Derzeit ist die Lage unter Kontrolle und es besteht, die Gefahr besteht im Ortszentrum von Grabenstedt, jedoch nicht darüber hinaus. Und die Feuerwehreinsatzkräfte sind guter Dinge, dass wir das ohne größere Schäden wieder korrigiert bekommen.